Hier rechts, Digga. Oh, das hat sich aber nicht gut angehört. Oh Mann, ich will nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Oh shit, Digga. Wird der CL diesen Roadtrip noch überleben? Man weiß es nicht. So, Freunde, ich würde sagen, ich drehe jetzt hier auch mal das Intro ab. Und zwar geht es jetzt hier los auf einen sehr wilden Roadtrip. Was? Also, nimm die Kamera weg, Chalo. Ich möchte echt, also wir beide, glaube ich, in einem Video. Das, nee, komm. Meinst du nicht, das ist ein harter Drip? Nee. Ich meine es doch völlig. Komm, hier, komm. Nein, war Spaß, alles gut. Schon lustig, du sagst, ja, schneid das mit rein. Man hat richtig gemerkt, du bist gerade eben ernst. Ich war traurig, Alter. Ach komm, mein Lieber. Wir freuen uns doch schon, Wochen einander kennenzulernen, hier ein bisschen. Nee. Ne? Bam, Junge! So, was ist unser Ziel? Dürfen wir es jetzt schon sagen? Monaco. Monaco? Ziel. Also heute ist erstmal, ja, jo. Monaco. Ja. Wir machen ein paar coole Challenges. Auf jeden Fall Hagen ist am Start, RB Engineering ist am Start. Ja, okay. Guck mal hier, wer noch am Start ist. Was geht? Maximiliano, wie er lebt und lebt in seinem CL 500. Der aller echte, ja. Nikolai mit seinem M4. Infinitas ist auch am Start. Und dann haben wir hier Kennzeichen, darf ich glaube ich nicht zeigen. Top Speed Germany ist auf jeden Fall auch am Start. Und jetzt geht's los. Ich bin auch am Start mit Focus RS, ihr kennt's. Back to the Roots. Ja, wir haben ein paar coole Challenges, die wir auf dem Weg nach Monaco machen. Wir haben so ungefähr 5 Stops, wo wir auch nächtigen werden. Und Endziel ist am Monaco. Und ihr dürft euch einfach freuen auf geilen Content mit chilligen YouTubern und ein paar richtig geilen Challenges. Und mal gucken, wer die so abrockt und gewinnt. So, Freunde, da sehen wir hier einmal die Kolonne. Und zwar haben wir da den M3. Ne? So, dann kommt meine Wenigkeit, Focus RS. Dann haben wir hier natürlich erstmal den Nikolai. Und den CL500 von Max. Dann haben wir hier Hagen mit seiner ultra krassen S-Klasse, Alter. Was für ein Drip, Junge. Lorenzer, Baby. So, und dann haben wir hier noch Marius, der gerade am M4 von Nikolai eine GoPro anbringt. Aber hier mit A-Klasse, AMG natürlich auch vertreten ist. Ja, da wird auch noch eine Kamera befestigt. Und ja, so sieht unsere Kolonne aus und dann kann es gleich losgehen. So, Freunde, so sieht das dann aus, ne? Roadtrip, standardsgemäß, Aral Ultimate 102, Mann kennt. Ja, und dann sieht das so aus, dass hier gefühlt muss jeder tanken. Was soll man machen? Also, das ist dann auch mal dieses andere Drippen, wenn gefühlt jede Tanksäule besetzt ist. So, vollgetankt. Unbedingt was essen, Alter. Ich komme gar nicht mehr klar und dann kann es losgehen. Ja, bis jetzt ultra entspannter Roadtrip. Durchschnittsgeschwindigkeit 210. Unglaublich, ey. Chayas machen Augen. Der echte. Dann denken die Flüssigkeit. Ja, Freunde, hier. Hier am Struggle, okay, Kühlflüssigkeit, Ölprobleme, Kühlflüssigkeitprobleme beim M3. Real, also Öl und Kühlflüssigkeit sollte man immer abgechecken vom Roadtrip. Der Kollege ist ja auch ein bisschen histroph ist der hier. So versteht man sich unter autobegeisterten Leuten. Nebeneinander herfahren, Daumen nach oben. Als wäre man beste Freunde und man würde sich schon seit 20 Jahren kennen. Viele von euch kennen es, ne? Wie oft hat man solche Situationen? Und dann wird man kurz durchgeladen. Man muss aber mal ein bisschen Material schon fahren mit dem geliehenen Auto, finde ich. Ich verurteile sowas. Muss doch nicht. So geht man mit Leihwagen um hier in Deutschland. Muss doch nicht sein. Also sieht man direkt hier wieder, ja, wie mit Leihwagen hier in Deutschland umgegangen wird. Keiner mit seinem eigenen, ne? Soll ich nochmal für dich zahlen? Nee, da musst du nochmal. Komm, Marius, da musst du jetzt einmal zeigen, was du drauf hast. Da musst du einmal richtig zeigen, was du jetzt drauf hast hier. Ja? Ja, der Driftmodus, da kann das eigentlich jeder. Also.
Ja, ich würde sagen, wenn den Wagen wieder abgeben muss, brauchen wir auf jeden Fall zwei neue Reifen, oder? Ach, das geht schon, aber ganz ehrlich, es macht übelst Bock. Man hat Allrad und kann trotzdem so eine Scheiße treiben. Digga, der dreht einfach völlig durch mit dem Auto, ne? Ich feier das so. Ich mag diese Autos. Kein Block mehr neidisch, Digga. Ja. Komm, lass mal hier einmal, machen wir einmal den Test. Ja, wie heiß wird denn jetzt so ein Reifen? Boah, echt heiß? Ja. Boah, Alter, ja, oh, Digga. Der ist schon gut heiß. Also wird schon richtig heiß, so ein Reifen. So, Freunde, jetzt geht's hier los. Und zwar haben wir die erste Challenge bekommen. Und zwar müssen wir diese Hütchenbahn da hinten rückwärts Slalom, ja, überqueren. Und Hagen ist als erster dran. Und die ganze Videoreihe kriegt ihr natürlich in voller HD-Qualität bei RB Engineering auf dem Kanal. Ich nehme das hier quasi so ein bisschen selfmade auf, ne? Und ja, Hagen hat jetzt auf jeden Fall hier den Vorsprung. Nice one! Bam, Jungs! Nice, bam. Johann, Alter! Erster Versuch, Junge! Der Junge hier ist natürlich auch komplett lost. Der guckt irgendwie, wie er es am besten schaffen kann. Was machst du? Geheime Tactics oder was? Digga, ich werde das Ding komplett rasieren, Mann. Oder halt mich selber, weißt du? Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich weiß ja nicht, wie schnell ich um die Kurve komme, ne? Aber so, das sieht schon elegant aus. Oder ich hau einfach Tempomaten rein und dann auf volles Risiko. Jana, weg. Ich weiß noch nicht, wie lang mein Fahrzeug ist, Mensch. Komm, Junge, mach. Komm, Junge, mach. Eins, go. Ich muss immer gewinnen, weißt du? Nee, ich fahr nach Hause, Digga. Nee, das geht nicht klar, Mann. Ich weiß nicht, wie ich das rechtfertigen soll für meine Community, weißt du? Alle denken immer, ich bin der Gewinner, Digga. Let's go! Du hast noch ein bisschen Platz. Also, Nikolai, ne? Bumm! Hallo, Community, Alter. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Allerbesten, Mann. Hallo, Community, Digga. Ich guck Salos Videos seit Tag 1, Junge. Komm, hier, mach mal ein bisschen. Scheiße. Was geht denn bei euch hier ab, hier? RB, Marius, übernimmt jetzt mal hier. Ja. Weil ich bin dran. Jetzt gib mir hier die Pumpe, Alter. Ich hab die Flatter, Mann. Wir sind bei dir. Ja? Seid ihr bei mir? Ja, Digga. Hallo, okay. Mit so Grinch. Seid ihr bei mir, Alter? Digga, das hilft ihr mir, Mann? So, ich bin aufgeregt. So, aber ich gebe alles. Hier, bitteschön. Also, jetzt übernehme ich gerade mal kurz. Gucken wir jetzt, Salo abschneidet. Abschließend. Ich bin sehr gespannt. Also, Salo hat natürlich eigentlich einen flotten Wagen am Start. Und ich denke mal auch die Kenntnisse, um den Wagen locker um die Pylonen zu manövrieren. Aber was da jetzt genau rauskommt. Das sehen wir mal gespannt, würde ich sagen. Jetzt, Salo stellt sich gerade auf. 3, 2, 1, los! Jetzt schon, dass das nicht wird, Salo. 50! 6! Bam! 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 Ist der Mann, Bam! Bam! Alter. Ist klar, gib mir mal lieber so ein Rocket, Alter. Nee. Ja, das war klar. Geizigen Hamburger, ey. Max? Was geht ab, meine Freunde? Wir sind mal wieder hier am Start. Und zwar geht's heute in Tag 2 unserer Challenge. Und zwar geht's heute darum, bis zum Wörthersee fahren wir, es sind ungefähr, so, also wir haben von hier aus haben wir 170 Kilometer zum Wörthersee und die Challenge ist, wir haben jetzt alle vollgetankt, wie wir sehen können, ja, wir sind alle am Start und wer hat den niedrigsten Verbrauch bis zum Wörthersee? Ja und ganz witzig natürlich, ich frage mich, wer sich an die Challenge halten wird, natürlich geht es durch die Passstraßen und nicht über die Autobahn, ja und da wird es natürlich sehr, sehr schwierig, ja, da wird es sehr, sehr schwierig, Nikolai sagt es auch schon. Da wird der Gasfuß uns dann natürlich eines Besseren belehren. weil die Autos liegen halt einfach geil, ne? Wenn wir gleich die Passstraßen da durchqueren müssen, meinst du, du kannst deinen Gasfuß dezent halten oder wirst du rückfällig? Muss ich ja, will ja nicht vor euch da sein, Salo. Ja. Also auf der Autobahn gestern sahst du nicht gut aus gegen mich, muss ich sagen. Ja, das ist große Töne spucken, aber wenn wir nochmal auf eine abgesperrte Teststrecke kommen. Ja, nee, alles klar. Jetzt geht's, jetzt fragen wir mal den Max, wie er sich so fühlen wird. Fühlst du die Challenge und was denkst du,
zwecks Spritverbrauch, CL500, ABC-Fahrwerk, Eisbar, Winterreifen, durch die Passstraße. Ja, also grundsätzlich Spritspar-Challenges fühle ich immer. Also habe ich ja auch mit dem Wagen schon das Öfteren gemacht. Aber ich glaube, die Passstraßen, die werden extrem Sprit fressen, weil der Wagen sich so schwammig fährt und so unbewandt einfach ist. Und einfach ja, unnötig viel immer dreht und man immer unnötig viel Gas geben muss und sowas. Ich bin diesbezüglich wirklich gespannt, was er sich reinzieht. Aber das ist, also du hast ja schon bei dir in den Videos erwähnt, du hast keine Klimaanlage. Ja. Digga, das ist ja... Das ist ja zu wild, Digga. Das ist meine persönliche Klimaanlage. Und hier immer auf 4 und Schiebedach immer offen und hier immer ein Spalt. Ja, und Sitzbelüftung. Und Sitzbelüftung ist dauerhaft an. Ja, gut. Dann würde ich sagen, lass uns überraschen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Digga Hagen ist einfach fast über die Insel gefahren. Und dann wird sich zeigen, wer muss am meisten nachtanken. Weil dann haben wir den ganz genauen Vergleich. So viel, wie jeder nachgetankt hat dann, das hat er verbraucht. Weil wir haben ja vorher komplett vollgetankt und somit kann man es dann halt abschätzen. Ne? Nachdem man dann zum Beispiel 100 Kilometer gefahren ist, kann man nochmal komplett volltanken, bis es klack macht und dann hat man seinen ja, Durchschnittsverbrauch. Entweder auf der Autobahn oder halt durch die Stadt oder gemixt, wie auch immer. So Freunde, wir sind jetzt hier an der Tankstelle angekommen. Marius braucht mal wieder auf Krampf Content und hat nicht auf mich gewartet, hat einfach gefilmt. Da, 17 Liter, geh kacken, Alter. Geh kacken, Alter. Was? 16,3. Wie geht das denn, Alter? Alter. Raus hier, raus. Ey, der hat doch auch nachgetankt. Warte. Junge! Illegal. Bitte? Was? So, Freunde, Abo-Treffen ist auf jeden Fall eskaliert. Eskalation, Digga. 10 Leute? Ist auf jeden Fall krass, aber dafür haben wir hier eine richtig geile Aussicht. Ich nehme euch mal mit hier. Das ist auf jeden Fall richtig... Falls man das so ein bisschen drauf kriegt. So, also aussichtsmäßig ist hier richtig einer am Start. So, wie sieht's aus hier? Turm. Packen wir's. Halt's mal, Mädchen. Oh, mit der scheiß Kamera. Wer ist auf die Idee gekommen, zu Fuß hier hochzulaufen? Oh. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Fällt nur ab 10. Etage. Was ist los? So ihr Lieben, ich begrüße euch. Gestern ein bisschen ruhiger gemacht, weil heute Abend steht wieder ein legendärer Livestream an. Vielleicht wird das wieder quickly escalaten. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird der ganze Trip hier durch Käserkompressoren und unterstützt. Ne? Ohne die wäre das hier nicht möglich. Ja, und jetzt schauen wir mal, gehen wir mal runter. Moment, schließen wir die Karre erstmal ab. Und dann schauen wir mal, was der Max da unten macht. Ich glaube, ne, der ist schon wieder am Fuschen. Weil sonst über. Das ist eh so ein Wunder, dass er diesen Roadtrip hier überlebt mit seinem CL500. Schauen wir einfach mal, was er macht. Da sehen wir schon den alten Fuscher. Na Max, erzähl mal. Musst du das schrauben, damit das Ding hier nicht auseinanderfliegt? Nein, ich bin auch noch nicht liegen geblieben. Nee, noch nicht. Ne. Ich war auch noch nicht in einer Werkstatt. Aber Auspuffrohre waren schon sehr schief, ne? Man muss ja, das ist, ich mache ja nur Optik gerade. Das ist ja. Ach, nur du stellst Optik. Ein quasi. Ja. Das ist Performance. Mal nachstellen hier die Dinger. Ich muss wirklich sagen. Ich hoffe, ich ziehe mir das halt nicht irgendwo ab, ne? Ja. Aber ich habe ja im Gegensatz zu euch Stahlwerkern, habe ich ja wenigstens ein gutes ABC-Fahrwerk, was ich hoch und runter pumpen kann. Ne? Aber ich muss sagen, diese Konstruktion ist viel zu wild, Alter. Ach. Besser hätte man es nicht fuschen können. Einfach Flexrohre, Digga. Digga, in drei Tagen läuft TÜV ab.
Und dann damit hin. Und mal gucken, was sie sagen. Weißt du, die jagen dich vom Hof, Digga. Nein, die sagen 10 von 10, Bruder. Ja, ja. Ja, gut, Freunde. Heute geht's weiter nach Bozen oder wie das heißt, nach Italien. Ein bisschen noch mal Berge pesen. Hoffentlich fliegt mir der Allrad nicht auseinander. Und ja, dann sind wir in den Bergen von Italien und dann gibt's einen wilden Livestream. Ich würde sagen, wir melden uns später. Ciao. So Leute, gefühlt der 30. Tankstopp. Ja, natürlich, mal wieder. Was sagt ihr dazu? Den Viertel haben wir auch schon wieder leer. Jetzt geht gleich mal schön was essen. Was habt ihr schon da reingeballert jetzt? Jetzt mal Real Talk. 350 Euro. 350 Euro. Mehr. Ich bis jetzt immer schon so 600-700 oder so. 600-700 Kilometer und 500 Euro Tank. Ja, moin. Wollen wir machen. So, das ist das Leben. Ja, also man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ne? Ist halt überall ein geiler Ausblick. Aber es ist auch irgendwo immer das Gleiche. So. Ja, irgendwann, ne, fühle ich auf jeden Fall. Dann wünscht man sich fast schon wieder die Autobahn, obwohl es eigentlich Schwachsinn ist. Ja, das aber, jetzt nicht, ja. Aber man wünscht sich dann schon Italien oder Monaco mal her. Dann. Ja. Komm, mach! Komm, mach jetzt, Junge! An. So, Nikolai, wie läuft's? Ja, gut. Ja? Beziehungsweise schlecht, ihr seid so langsam, ne? Ja, das ist... Ich fahr jetzt mal weg, das ist sehr lang. Überholen ist ja halt manchmal... fast schon lebensgefährlich. So, und wie viele Kilometer haben wir noch? Oh ja, alles klar. Ja, bitte. Wie viele Kilometer haben wir noch bis nach Bozen? 161. Boah, 3 Stunden noch, ja, Digga. Wir fahren dann nach Autobahn, Alter. Boah, 3 Stunden fühle ich überhaupt. Ja, wir müssen ja noch ein bisschen hier Wellnessprogramm ausnutzen, ne? Ja, dann machen wir's. So, oh, Wellnessmassage und so. Ja, wir perlen, wir sind Sauna, ne? Mit Happy End und so, ne? Ja, genau. Okay. Max mit technischen Problemen. Am CL 500? CL 500, wie soll ich auf dem Business-Bow Passstraße? Komm hier nicht lang mit deinem kleinen BMW. In keinem 500er Daimler Coupé. Richtig wild hier der Ausblick. Ist auf jeden Fall crazy. Also hier will man nicht runterfallen, Alter, ohne Scheiß. Das ist ja krank. Alter, das ist mit das geilste Erlebnis, was ich wirklich je in meinem Leben gehabt habe. Und ihr seid live dabei. Ihr seid quasi live dabei, Digga. Durch die Terpentin oder wie auch immer das heißt, hier durch Italien, Junge. Als wär's auf der weiß ich nicht was. Das ist so wild. Das ist so wild. Vor mir ein A45 AMG und hinter mir ein M3 E92 Kompressor. Unglaublich, Alter. Das ist zu wild.
So, Freunde, der gefühlte 30. Tankstopp, nachdem wir so durch die Berge geballert sind, sind wir jetzt hier in Südtirol. Irgendwo bei Bonzo oder Bosen oder wie auch immer. Ihr habt doch auch keine Ahnung mehr langsam. Müssen jetzt hier schon wieder 100 Oktan reinballern. Zum Glück haben wir hier eine Tankstelle gefunden, die das anbietet. Das ist ein bisschen kritisch. Komm, mach jetzt hier. Komm, mach. Komm. 100 Ortani. 100 Ortani. Oh, wieder gekleckert. Scheiße. Ich hab gekleckert. Was kriegst du den Stein aus der Bremse? Was soll ich dir erzählen? Ich find den Stein einfach nicht mehr. Ne? So, Hagen, komm, sag mal was hier. Was soll ich denn sagen, jeden Tag in deine Kamera, das Hallo? Ja, Junge, die Zuschauer feiern das. Ja. Warum bist du denn jetzt so unsympathisch, for real, hier? Weil ich hier schon wieder Geld ausgeben muss. Das ist 500, da frisst mich auf. Ja. Ich bin pleite, Digga. Ich komm nicht mal mehr nach Hause. Komm, wie viele Liter hast du reingeballert? 60 Liter, komm. Mach, Junge. Geh zahlen hier. Ich hab einfach mal 77 Euro durchgejagt gestern. Nein. Da sind wir alle und ja, weiter geht's. Ab Richtung Mailand und dann wird auch mal ein bisschen Urlaub gemacht, Freunde. Ich versuche gerade mein Quietschen wegzubekommen. Hier rechts, Digga. Oh, das hat sich aber nicht gut angehört. Oh shit, Digga, wird der CL diesen Roadtrip noch überleben? Man weiß es nicht. So Leute, wir fahren hier einfach durch die Berge. Es ist einfach wirklich zu wild, was hier los ist. Guckt euch das mal an, man sieht einfach nichts hier. Man sieht einfach nichts. Und hier fahren sie mit dem Fahrrad lang. Es ist so eng alles. Guckt euch mal diese Haarnadelkurven hier an. Es ist so wild. Und das alles für diese Aussicht hier, ja. Die Aussicht ist schon sehr wild. So, aber was hier abgeht, guckt euch das mal an hier. Hier müssen wir rum. Aber irgendwo denke ich mir, die Fahrradfahrer denken sich so einfach, das ist so ein Lebenstraum, ne? Also ich würde abkacken, glaube ich, nach 2 Kilometern oder so. Und die fahren hier lang. Die kämpfen sich hier rauf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist der Wahnsinn, ohne Scheiß. Das sind sehr krasse Bräuche. Das ist so typisch YouTuber. Livestream-Chat, was sagt ihr hier in den Kommentaren zu dieser Kamera? Sind wir schon wieder live, oder was? Ich werde damit nicht live? Fahren. So, Freunde, es ist schon sehr wild hier, diese Aussicht. Es ist aber auch einfach nur krass und lebensgefährlich, was sich hier abspielt. Also, ne, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Man kann es nicht in Worte beschreiben. Schaut es euch an. Hier. Hochfahren ist ja noch okay. Hochfahren kann ich sagen, so ja, bumm und so, weißt du. Aber runter auf die Fahrradbremsen verlassen. Nein, lebensgefährlich. Hier oben. Ehrlich. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind oben. Hey, was lachst Hammer. Du, Junge, Digga? Das ist nicht so. Was? Da ist oben. Digga, scheiß drauf. Für mich ist das oben. Hey, guck mal, wo wir sind, Alter. Guck dir das mal an, die ganzen Kurven. Guck mal, da unten sind wir lang gekommen. So, da haben wir auch schon das erste Problem bei diesem Roadtrip am Auto. Hagen, du bist liegen eine geblieben kleine quasi. Fehler. Ich habe eine kleine Fehlermeldung bekommen. Salut, jetzt spiel das mal nicht hoch hier. Das erste Problem ist ein klappernder Allrad, mein Freund. Das ist korrekt. Ja, erzähl doch mal, was denn passiert? Nichts. Wir sind einfach ein bisschen, glaube ich, zu schnell runtergeballert. Und halt, ich habe immer ersten, zweiten Gang. Bam, bam, bam. Ja, das kannst du nicht bringen. Ja, ich weiß. Dann ist doch klar, dass er überhitzt. Ja. Also Betriebe überhitzt. Eine Fehlermeldung angezeigt. Und jetzt wieder alles in Ordnung. Ganz genau. Können wir weiter. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir befinden uns jetzt hier an Tag 3 oder 4. Welchen Tag haben wir? Wir haben jetzt Tag 4, würde ich mal meinen, oder? Tag 4 würde ich auch mal meinen. Und wir haben hier eine richtig geile Location für euch rausgeballert. Eine Lost Place Location. Ja, da habe ich ja was Schönes rausgesucht. Ja, was heißt, also, Max hat das gestern geklärt, wo er auf Snitchjagd war. Ja, und wir drehen heute die vorletzte Challenge für euch ab. Und zwar, wir werden gleich nacheinander, beziehungsweise die Jury wird gleich die Autos bewerten. Dann haben wir später noch eine Challenge, das wird die letzte Challenge sein. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Bleibt dran, Freunde. Leute, es ist einfach zu krass, wo wir hier lang fahren.
Max mit seinem CL, ich mit dem Focus RS. Hier ist eine Scheiße. Die Leute fangen sich zwar unnormal ab, aber wenn ich über diese Bodenwellen auch nur schneller als 1 km/h fahre, dann fliegt mir gefühlt die Frontschürze weg. Boah, tut das weh, Alter. Boah. Boah. Das tut so weh. So, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich melde mich zurück. Und zwar habe ich leider Filmverbot bekommen, ja. Wir sollten die Challenges nicht doppelt aufnehmen. Ja, wir fahren jetzt los aus Genua. Geht's gleich zurück nach Hause. Wir drehen den Abspann. Und dann hat sich die Geschichte hier auch schon wieder erledigt. War auf jeden Fall eine ereignisreiche, geile Zeit. Und ja, sie ist auch nicht deutlich spurlos an uns vorbeigegangen. Wenn wir hier zum Beispiel sehen, ne? Ist der liebe Hagen. Moin, moin. Hagen, mein Lieber. Komm, kleines Resümee jetzt hier. Mach. Ja, Zalo, also besonders der gestrige Abend hat mir nochmal gezeigt, dass man mit dir auf jeden Fall langfristig als Kollege, YouTube-Kollege planen kann. Blenden wir jetzt mal hier an dieser Stelle ein. Du bist ein sehr, sehr aufrechter Kamerad hier. Okay. Und mich hat es gefreut, dich kennenzulernen. Und auch die anderen Jungs natürlich bin ich großenteils sehr positiv überrascht gewesen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also mir hat es Spaß gebracht. War teilweise ein bisschen stressig, weil wir sehr, sehr viel Auto gefahren sind. Aber grundsätzlich würde ich es wieder machen. Auf jeden Fall nächstes Jahr, oder? Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich kann mich den meisten Worten echt anschließen. Hab mich auch gefreut, dich einfach mal als Person kennenzulernen. Ne? Weil durch die Videos kommt halt nicht, ja, durch die Videos kommt halt ein Charakter so rüber. Aber der Mensch hat halt viel mehr Facetten, die man einfach nur in Real Life kennenlernt. Ne? Und ja, ist auf jeden Fall auch brisant zwischen uns beiden. Wir sind beide manchmal polarisierend. Ne? Ja, muss ja auch so sein. Ne? Ja, natürlich, sonst wird es ja auch langweilig. Und ja, ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns gesehen haben. Vielleicht seid ihr beide irgendwann noch mal im Ruhrgebiet oder du alleine oder ich habe einen Kollegen in Hamburg, bin bestimmt noch mal in Hamburg und dann kann man da noch mal einen drauf machen oder was, ne? So, ja. Ja, du warst ja letztes Mal von der Reeperbahn nicht so überzeugt, hast du erzählt, wo du da warst. Das müssen wir natürlich dann ändern. Das kriegen wir aber auch hin, gar kein Problem. Musst mir vielleicht einfach mal da vernünftig zeigen, ne? Mach kennst mal. Da bestimmt die richtigen Stellen. Gut, ja, das war's von Hagen und jetzt gehen wir einfach mal rüber zu Marius. Komm, Marius, mach. Was Komm. Soll ich machen, Junge? Mach ein Fazit jetzt hier. Ja. Komm. Mein Fazit zum ganzen Trip. Komm, wir drehen uns von der Straße weg, dann haben wir bessere. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich find's richtig stark von den Jungs. Am Anfang, so die ersten 3 Tage, lief alles nach Plan und danach haben wir den Plan komplett umgeschmissen. Mussten wir leider wegen Corona-Risiko im Südfrankreich. In Südfrankreich, genau. Aber mussten wir Monaco abblasen, ich leider. Ich muss echt Lob an alle raushauen. Die Jungs haben trotzdem alle durchgezogen und mitgehasselt und... Wir haben das Beste draus gemacht. Also wirklich danke an dich, Talo, an gerne, alle anderen. Gerne, gerne. Mehr konnten wir nicht machen. Ja. Man muss dazu sagen, es war jetzt das erste Mal, es war alles sehr spontan. Ja. Und beim zweiten Mal wird es immer besser laufen. Ja. Man weiß, man lernt aus den Fehlern immer beim ersten Mal und dann kann man beim zweiten Mal vieles besser machen. Und dann wird das auch alles strukturierter und durchgeplanter. Ne? Ja, aber ich habe auch richtig Bock, das nochmal zu machen. Ja, nächstes Jahr, vielleicht macht man das so einmal jährlich oder was, ne? Aber ich finde es mega geil, mal mit allen sowas zusammen zu machen. Auch mal, dich kannte ich ja vorher auch nicht. Ja, null. Aber null. Hat mega Bock gemacht, wirklich jeden mal näher kennenzulernen. Auch mal abends einen. Ne? Aufzumachen, genau. Ja. Und, Bam, Junge, komm. Bam, Junge, Alter. Geil, auf jeden Fall sauber. Max ist auch am Start hier. Ich habe ihn erwischt. Verkatert. Max, gratulieren wir hier nochmal an dieser Stelle. Er hat heute Geburtstag, am letzten Tag unserer Abreise. Und, Junge. Was sagst du? Fazit, ich habe schon Hagen zum Fazit gerufen, Marius. Ich habe auch ein bisschen dazu beigetragen. Einfach mal so ein paar Worte zum Abschluss, so deine Eindrücke. Ich fand es mega entspannt, der ganze Trip. War auf jeden Fall ein sehr nicer Urlaub. Sehr viele nice Charaktere neu kennengelernt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das gemacht haben alles. Mhm. Organisation haben wir uns ja schon drüber unterhalten, dass manchmal ein bisschen viel Zeit gebraucht hat und sowas. Ja, das aber haben wir gerade schon gesagt, dass man beim ersten Mal lernt und beim zweiten Mal es einfach besser laufen wird. Ne? Aber den ganzen Trip zu toppen wird schwer auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Mal irgendwie Stress geben könnte oder sowas. Weißt du, so jetzt war alles entspannt, es lief alles so gut einfach. Ja. Aber ist das schon eine explosive Mischung, die man hier hat. Ja, das habe ich gerade auch schon gesagt. Charakteren und so. Nächstes Jahr safe wieder am Start, ne? Safe. Ja. Wunderbar.
Ja, hier haben wir noch natürlich Mr. Infinitas. Ja, war mega. Mir hat es richtig gut gefallen. Auch die Truppe an sich, jeder Charakter vertreten, haben uns super ergänzt. War eine mega geile Truppe und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder die Truppe. Ja, ja, sauber. Ja, hat mir voll Spaß gemacht. Und ich denke, auch jeder, der dabei war und jeder, der zuschaut, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Das werden Sie dann noch sehen. Ich werde es vorher hochladen. Vorher? Ohne Challenges. Ne? Okay. Ich mache so die Nebenbei-Eindrücke, lade ich hoch. Und ja, aber bis so jetzt. Behind the scenes machst, genau. Ne? Ja, dann könnt ihr euch schon, könnt ihr gespannt sein auf die Challenge. War auf jeden Fall lustig, auf ja, jeden Fall. Wurde hart gefightet, da wurde alles gegeben. Alles. Du ja. Mit Topspeed, und vor allem seid mal gespannt, wer am Ende gewonnen hat. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, ne? Und was für einen fetten Preis der erste Platz ist. Also. Ja, Freunde. Natürlich wurde dieser ganze Trip unterstützt durch Kesa, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Sollte dieses Video euch gefallen haben, lasst ein Like da und ein Abo, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.